Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Und Entschuldigung, das Knacken, ich habe bloß gesehen, meine Flasche steht im Weg. Wir gehen aneinander. Wir müssen noch drei Teile holen. Ist immer noch krass, dass ich, wenn ich überlege, dass ich in ungefähr eine halbe Stunde oder so damit verschwendet habe, zu versuchen, da irgendwas hochzubringen oder so, weil ich schauen wollte, ob da was funktioniert. Und dann zu merken, dass es am Ende erst geht. Fabrik linkes Bein. Das ist halt das Problem von Open-World-Games. Du siehst irgendwas? Achso, das wird dann wieder langsam hergetrieben. Okay, wir müssen höher. Ah, ich kann da hoch. Ah. Okay, jetzt wollte ich nur sagen, scheiße, fließt das eigentlich wieder runter oder so? Oh, das ist alles so nah hier. Aber es sind nur kleine Teile gewesen. Spann rein. Okay, da ist ein großes drin. Oh, das kommt gar nicht fortschwommen. Das hätte ich beim anderen schon machen sollen, einfach mit draufsteigen und dann los geht's. Hä?
Hä? Warum so kleine Beine? Zwei schon sind versammelt. Zwei Stück verbleiben noch. Ging schnell, das hat keine 5 Minuten gedauert, Mann. Warum habe ich eigentlich immer noch das scheiß Zeug an? Wir müssen uns da mal dran machen, dann auch, bevor wir da nur irgendwie was treiben. Der weiße Drache. Ist das eine silberne Drache? Ne, ich brauche einen Donnerdrachen, ne? Hi, Baum. Vom Weißen habe ich ja was. Ich brauche vom verdammten Donnerdrachen brauche ich was. Oder kann ich nochmal was holen? Muss ich jetzt da hin oder habe ich jetzt keinen Bock drauf? Linker Arm. Das ist ein relativ großes Päckchen. Das ist schon sehr cool gemacht. Alter, und fett ist das Ding. Deswegen ist das Ding so groß, weil man ein Auto draus bauen kann. Achso, damit man wieder zurück kann, falls irgendwas ist. Soll das so sein? Nee, das... Ach Gott, ja. Deswegen haben die das da vorgestellt. Hm.
Das ist schon sehr geil. Da haben sie sich schon was ausgedacht. Warum gibt es da nicht schon mehr im Spiel? Warum muss ich da bis zum letzten Ding warten? Aber wenn ich es wegtue, dann... Siehst du, passt schon. Klettern. Okay, eins von den großen Dingern. Also auch wieder, wenn ich was versauen, wieder zurück will. Ja, okay, es funktioniert. Oh, warte, warte, nicht zumachen. Hätte er funktionieren können. Reicht eins? Alter, ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. hey. Hör auf wegzufahren. Hä? Also es ging doch in die Richtung... Gott! Ich Depp! Die Kette muss ja halt mit an dem Ding befestigt sein, damit du das überhaupt aufwickeln kannst.
Was? Nein, wo schwimmst du hin? Obwohl, der schwimmt genau dahin, oder? Ah, okay, es ist ein Staudamm da. So, noch ein Ärmchen. Ein Stück noch, Link. Bald hat mein Geist wieder eine Hülle. Mich also interessiert, was hat die all die Jahre dann gemacht? Gepennt? Okay, es hat so ein bisschen länger gedauert, Viertelstunde, aber wahrscheinlich habe ich 5 Minuten schon allein bloß mit dem blöden Ding rum. Weil ich mir eingebildet, weil ich vergessen habe, wie man das richtig macht. Ja, das war doch bloß an dem Rad befestigt. Ja. Ja, eben nicht. Wobei man hätte es ja eigentlich auch anders machen können, ne? Hochziehen. Runterfallen lassen. Zeitrückumkehr. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ah, ne, geht nicht. Da kann ich nicht auf ein anderes Ding wechseln, ne? Alter, was ist hier los? Ein Förderband aus Rädern. Oh, das ist relativ klein. Ja, weil du jetzt kein Auto mehr draus machen musst, ne? Zeit für so einen Jux. Ah, ich hätte es wahrscheinlich so machen können, dass ich dann drüber fahre. Hooks!
Let's get ready! Bäm, fertig. 20 Minuten haben wir gebraucht. Was jetzt auch Carelli ist, ne, aber. Ich danke dir, Link. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Jetzt ist... Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Der Weg wird voller Gefahren sein. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Oh. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Ist jetzt durch mich durchgelaufen? Minero-Konstrukt. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Warum haben wir mit dem Räder dran? Achso. Ah, okay, dafür brauche ich auch Energie. Oh, ich kann sogar Sachen aufnehmen. Waffen kannst du die Macht des Konstrukts entfesseln. Kannst du die Angriffskraft schweigern? Ist weit und gefährlich. Du solltest unterwegs bei den Waffenkammern Halt machen. Sieh zu, dass du dich bei der Bedienung des Konstrukts vertraut machst, damit du für Eventualitäten vorbereitet bist. Konstrukt. Arme und Rücken des Minero-Konstrukts lassen sich Objekte befestigen, die du dann zur Fortbewegung oder für Angriffe einsetzen kannst. Zieht aber auch schon nichts ab, ne?
Kann ich das schweben? Die Beweglichkeit des Konstrukts verbessern. Ist noch weit, du solltest dich beeilen, Link. Du ziehst halt mit dem Ding gar nichts ab. Da ist doch mal was. Kanone. Wenn du ein Konstrukt anbringst, kann es auch weit entfernte Gegner angreifen. Wenn du gut ziehst, kannst du den Kampf gewinnen, Link. Besiege die Monster, die dir im Weg stehen, rücke vor. Für das, dass er so ein fettes Konstrukt gebaut hat, das ist total scheiße, Alter. Also, da baut sie voll das fette Konstrukt und es ist voll scheiße einfach. Huck!
Da müssen wir uns durchfalten. Wie weit bist du mit Serien schon? Fessel die Verborgene, macht das Konstrukt und drücke vor. Ich da bloß hin und ich bekomme den Mysterienstein. Achso, ich habe kein Ding mehr. Ich will aber großes Sonanium haben. Na gut. Oh, da sind wieder so Viecher. Wie komme ich eigentlich da hoch? Ich hab voll das Ding und ziehst halt nichts ab. Ich muss eine Brücke wahrscheinlich bauen. Ah, nee. Raketen. Der Geisterhammer. Mit diesem Konstrukt kannst du die Felswand nicht erklimmen. Und das Konstrukt entfesselt soll es möglich sein, den Einzelgang. Kleines Stück bis zum Mysterienstein. Der Geistertempel ist gar kein Tempel an sich, sondern das ist einfach da drin, oder was?
Alter. Das Ding ist echt halt einfach da. Ah, nee, ist es nicht. Sind das Grabstätten der Sunau? Ja, ich dachte es mir fast. Kommt wieder so ein Ganon? Was ist denn jetzt los? Käfigfall? Oh. Hat er so was Ähnliches gebaut? Das ist ja das Konstrukt, das ich einst vor langer Zeit schuf. Dieses Glöh, das Konstrukt muss von etwas Monströsem befallen sein. Peiniges Geistertem, das gestohlenes Konstrukt. Wenn es unter Kontrolle des Dämonenkönigs ist, müssen wir es besiegen. Los, Link. Mit vereinten Kräften. Los, wir müssen das Konstrukt hier und jetzt aufhalten. Das hat funktioniert. Ist voll easy, weil ich die Kanone dabei habe. Also, bis jetzt. Zweite Phase, wobei die meiste zweite Phase ohne Stärke besser ist. Meistens so nerviger. Schnauze, du Lusche. Komm mal runter da. So. So, und jetzt ist hier Schicht im Schacht. Jetzt gibt's eine Bitch-Slap, Alter, und dann ist die Sache rum. Oh, er will doch noch einen haben. Werde jetzt nicht unvorsichtig. Ja, genau das habe ich mir jetzt gerade gedacht, wo ich mich selber erwischt habe. Und der letzte Slap. Bam. Okay, das war der einfachste Boss von allen, Mann. Was ich halt cool finde, ist, dass sie den Geistertempel im Prinzip mehrere Phasen aufgebaut haben. Finde die Donnerinsel, dann geh auf der Donnerinsel rum, dann gehst du runter, machst das andere Ding. Dann musst du das Konstrukt zusammenbauen, dann musst du da hingehen und dann musst du im Geistertempel den Boss machen.
Es waren schön viele Phasen, die eigentlich ganz lustig waren. Ich habe die Kugel auf dem Rücken, fällt mir auf. Deswegen habe ich die. Statt dass er die Kugel am rechten Arm ausgerüstet hat, habe ich sie aus seinem Rücken erwischt. Oh, sie ist da drin im Pech. Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich... Minero. Minero, Weise des Geistes. Endlich treffen wir uns, Link. Ich danke dir. Nur durch deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Pura-Pad in Händen hältst. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist beseelen. Doch die Schergen des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Dessen ungeachtet hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link, hier. Minero, gewähre dir meine Macht als Weise des Geistes. So, nimm denn diese Gabe an. Der Mittelfinger hat das Größte, wenn du ihn zeigst. Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Was ist da los? Die Erzählung ist gar nicht dasselbe wie sonst alle anderen auch. Einst in längst vergangenen Tagen lebte ich auf dieser Welt. Es war die Zeit, in der Hyrule gegründet wurde. Schicksal wollte, dass ich meine Leib entsteige und bis zum heutigen Tag als körperloser Geist lebe. Ich wohnte dem Pura-Pad inne, um nun mein Wissen mit dir teilen zu können. Machenschaften des Dämonenkönigs ist es geschuldet, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Bitte dich um Verzeihung. Lass mich dir nun enthüllen, was du wissen musst. Meine eigene Zeit in Jahren, die dir unendlich fern erschienen würden. Damals erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien vor unseren Augen. Die erzählen von einer furchtbaren Tragödie, die sich einst in Hyrule, unserem Reich, ereignete. Okay, sie erzählt doch wieder dasselbe wie die anderen. Und von Zelda, die den Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In den vergangenen Tagen fasste sie einen Beschluss von unvorstellbarer Tragweite, die ihr von ihrer Stärke und Entschlossenheit erzählen. Und wie sie sich gefühlt auf das Masterschwert, sich diese Gefühle auf das Masterschwert übertrug, welches du nun in Händen hältst. Erzähl mir lieber, wie sie... Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land.
König Rauru und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks. Feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt, doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauru eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauru beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Einfältige Narren! Rauru, gib auf! Ganondorf, diese Arroganz ist dein Verderben! Opfer in Kauf zu nehmen. König Rauru! 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bannschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Ach so, die sind beide im Prinzip zu Statuen geworden. Aber nachdem sein Körper ist, dann verblasst, aber die Hand ist übrig geblieben. Da ist der Versiegelungskrieg bezeichnet. Sein Leben stand auf Messerschneide, doch schlussendlich vermochte mir einen Dämonenkönig zu bannen. Trug ich bei der Schlacht eine schwere Verwundung davon, meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Da erschien Zelda vor mir, in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfressenes Schwert. Ja, als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus deiner Hand verschwand,
trat es eine Reise durch die Zeit an, in längst vergangene Tage, bis es schließlich Zelda selbst erreichte. Und sieh, nun führst du es aufs Neue. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt? Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Mineru! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Als ich das Schwert hielt, da war mir alles klar. Mineru, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid in unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen, dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht. Mein Geist wird an seiner Seite sein. Ja, die hat es aber richtig hart erwischt gegenüber von den anderen. Anschließend sprach Zelda und ich unsere Vorgänger tüftelten gemeinsam einen Plan aus. Wir wollten einen Schritt in die Zukunft gleiten, so gut wir nur konnten. Ehe die Wirkung des Miasmas mir ein Ende setzen konnte, wurde ich zu einem Geiste, der dem Purapet innewohnte. Geschah war, begann Zelda das verbotene Ritual. Sie glaubte fest daran, dass du mit dem Blasterschwert den Dämonenkönig besiegen und Hyrule retten würdest. Reizt die Klinge, die der Zelda hinterließ, das Masterschwert, das jede Finsternis zu bannen weiß. So bricht denn auf, Link. Mit der Klinge, die der Zelda hinterließ, wirst du den Dämonenkönig Ganondorf ganz gewiss bezwingen können. Ja, aber wo ist der eigentlich? Schwur von Mineru, Weise des Geistes. Wo ist das Masterschwert? Neuer Zielpunkt. Schon erledigt. Das erfährt man durch die Drachentränen. Das ist ein bisschen früh, jetzt, später für. Oh, Alter, was bist du für einer? Gemäß erkunde ich den Untergrund auf der Suche nach Materialien. Bis jetzt hielt, musste ich mich allerdings ein, zwei verstecken. Dank der Hilfe kann ich jetzt wieder meine Aufgabe nachgehen. Da verstehe ich tief in deiner Schuld, da zeige ich meine Dankbarkeit. Antiker Dolch. Luftauflösung für den Einsatz als Stichweise zu klein, da wird sie meist als Pfeilspitze verwendet. Jetzt habe ich einen Auftrag, werden wir ihre Materialien zu Nani und deinen Besitz auszuhändigen. Und bitte sorg dich nicht, du bekommst im Austausch auch etwas aus meinem Inventar. Hältst du nicht mehr und nicht weniger als einen antiken Dolch? Ausreichend Material möchtest du? Nee, danke. Ganz wie du bist. Alter, was? Und der da?
Stufen wir nutzen verborgene Kräfte. Sonanium zu schmieden und zu Waffen und Rüstungen zu schaffen. Was ist das? Die Minero? Besonderer Fall. Passende Menge Sonanium im Bereich. Das möchtest du. Oh, geil! Boah, 60 ist schon hart, Mann. Junge, du quetsch mir die Eier. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, das sind überall diese Dinger. Warum sollte ich da hingehen? Bis auf das da oben. Was mache ich jetzt eigentlich? Ah, stimmt, zu Pura, ja. Wäre eine Idee, ne? Hoch. Das ist die Frage, müssen wir in Koga noch platt machen?